Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Resident Evil 4 Unterhaltung. Wir machen weiter mit dem Spiel und ich freue mich. Und gleich wird es richtig mördermäßig zur Sache gehen und deswegen freuen wir uns an der Stelle jetzt einfach mal drauf. Ich weiß nicht genau, ob gleich was kommt. Ja, es kommt gleich was. Oh mein Gott! You killed Krauser too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart-mouthing while you can. Ich kann Sadlers Interesse an unserer Person auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, weil man überlege sich mal, was wir so die letzten knapp 12 Stunden hier mittlerweile in diesem Spiel geleistet haben. Also das ist schon nicht schlecht. Das wiederum sieht ziemlich, ziemlich doof aus. Oh mein Gott. Ja, Raketenwerfer, Armbrust, ja, so eine kleine süße Minigun. Damn, ja. Oh! Nenu? Was zum Ta-ta-ta-ta? Sorry, bad traffic. I'll cover you. Viel Verkehr, ja. Oh mein Gott, wir bekommen endlich Unterstützung. Es wurde aber auch Zeit. Ja, die können sich jetzt schon mal warm anziehen. An der Stelle möchte ich gerne anmerken, dass unser Hubschrauberpilot da eine, ja, sehr kreative Art hat er tatsächlich. Anstatt einfach so auf die Typen drauf zu ballern, macht er erstmal sowas. Finde ich sehr lustig. Und interessant. Irgendwie. Auch wenn es ein bisschen gefährlich ist, wie ich meine, weil die Typen da unten sind alle bewaffnet. Aber gut, davon abgesehen, ja. Dop, 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 dop. Ha, oh mein Gott, das wird lustig, ja. Diese Kills werden aber unserem Konto leider nicht so wirklich gut geschrieben. Aber okay, müssen wir an der Stelle einfach mal mit leben. Gut, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der Name von dem Piloten ist, aber ich glaube, das finden wir gleich heraus. Now that's what I call backup. The name is Mike. You're looking for firepower, you come to the right place. Okay, Mike. Yo, yo, yo. Na denn, ich glaube, wir dürfen jetzt wieder... Ja, wir dürfen jetzt anfangen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, Mike ist dort oben und beschützt uns so ein ganz kleines bisschen. Also wir müssen... Wow. Wir müssen natürlich noch selber aufpassen, bei dem, was wir hier tun und so weiter und so fort. Aber prinzipiell kann Mike jetzt schon eine prima Unterstützung tatsächlich sein. Ich bin nur gerade am Überlegen. Genau. Also wir sehen schon, wie der Helikopter dann eben dort oben drauf ballert. Und ich hoffe, er macht jetzt gleich diesen Turm dort kaputt. Jo, macht er. Da, 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 da. Kann man hier noch irgendwas machen? Moment, hier ist auch ein Fass. La, 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 la. Ja, wieder gut umgucken. Wieder gut umgucken. Magnum-Munition. Magnum-Munition, Magnum-Munition. Moment, wir machen das jetzt erstmal so und dann mache ich hier nochmal. Also ich habe jetzt mittlerweile, ich habe übrigens beim letzten Mal wieder aufgeräumt, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, ja. Wir machen jetzt, ja, also da habe ich jetzt nochmal 2 mit 3 Kräutern eben jetzt drin. Und zum anderen kann ich jetzt, glaube ich, also die Broken Butterfly kann ich in jedem Falle nachladen, weil ein Munitions-Upgrade gibt es für das Ding ja leider nicht mehr. So, okay, damit habe ich meine ganze Munition jetzt schon dort drin, das ist schön. Gewehr lohnt sich nicht nachzuladen, also beziehungsweise fehlen ja eh nur 2 Schuss. Ansonsten sieht das alles sehr nett und hübsch aus. Wir sind bestens ausgerüstet für das große Finale, könnte man so sagen. Und ich glaube, Finale trifft es eigentlich auch ziemlich gut, weil... Und steht mehr oder weniger das Finale tatsächlich bevor. Wenn wir nämlich auch mal
den Moment nutzen, um auf die Karte zu gucken. Dann sehen wir, ja gut, dann sehen wir dieses große Gebiet hier plus ein Gebiet, was irgendwie darunter liegt. Ich glaube, das soll da drunter sein, ja. Und wenn wir dann da so lang gehen, dann sind wir irgendwann da und dann sind wir irgendwann da. Dazwischen kommt nochmal ein Schatz und Speicherpunkt und da könnte irgendwie Ashley irgendwo sein. Ich weiß es nicht genau. Aber so viel kann doch jetzt echt nicht mehr kommen. Nee. Vielleicht bekomme ich das Spiel ja heute tatsächlich mal durch. Es wäre ja so der Hammer. So, unsere ersten kleinen süßen Ganados für heute. So, ich habe richtig Bock auf euch. Ihr hoffentlich auch auf mich. Ja, gut. Genau. Musik finde ich an der Stelle übrigens auch sehr. Wow. Sehr schön. Ich weiß nicht, das bringt so richtig Action-Feeling irgendwie rüber. Die ganze Zeit hört man auch den Helikopter eben über sich kreisen und ja, er unterstützt uns eben auf eine gewisse Art und Weise, wie man sieht. Das heißt, er ballert immer mal wieder so ein bisschen nach unten, genau, beziehungsweise ballert dann eben diese komischen Geschütztürme kaputt, damit wir dort dann an der Stelle gefahrlos irgendwie vorbeikommen. Und ja, Mike ist einfach ein sehr, sehr praktischer Typ, könnte man an der Stelle tatsächlich mal sagen. Ich weiß jetzt nicht. Nehmen. Handgranate. Ja. Das ist cool. Man könnte sich hier oben verschanzen, aber das ist absoluter Blödsinn. Wir wollen hier einfach nur durch und nebenbei sammeln wir noch die ganzen Gegenstände und sowas ein. Also ich vergesse ja ganz gerne mal. Wow. Ich vergesse ganz gerne mal überall irgendwelche Gegenstände, aber ich versuche mich jetzt einfach mal an der Stelle. Kann ich? Danke. Wow. 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 Ich versuche. Boah, halalala. Ich muss an der Stelle tatsächlich mal zumindest alle Gegenstände einzusammeln, wo ich au, so ungefähr weiß, wo die sein könnten. Die ballern von dort oben ziemlich doof runter. Igitt. Igitt, Igitt, Igitt. Moment, wenn ich hier so stehe, vielleicht einiger. Ha. Vielleicht einigermaßen sicher. Nee. Nicht gut, nicht gut. Nein. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Aber auf den mit dem Geschütz, da müsste Mike eigentlich auch drauf ballern. Also das war jetzt eigentlich zumindest meine Theorie, meine Hoffnung. Hier links wäre es auch gar nicht weitergegangen. Das ist schön. Stattdessen gehen wir jetzt hier mal so weiter. Okay. Dann auch noch Schildheinz. Wenn man da einfach mal so mit der Pistole lang gehen würde, das wäre ja ganz schön gefährlich. So, und jetzt kommen sie von dort oben runter. Das ist cool. Aha. Ja. Haltet irgendwie zu viel aus. Ich finde schon. Dabei. Ja, wunderbar. Dabei habe ich meine Waffen doch schon so sehr aufgemotzt. Da müsste man sich mal tatsächlich einen Run vorstellen, wo gewisse Leute dieses Spiel durchspielen, ohne besonders auf Waffen-Upgrades oder sowas zu achten. Oder nur mit dem Messer. Ja, soll es ja auch geben, solche Verrückten, die sich dann tatsächlich an sowas setzen. Aber keine Ahnung, das sind ja Leute, die irgendwie keine anderen Spiele zu Hause stehen haben oder sowas. Also ich kann mir echt Schöneres vorstellen, als sowas zu machen. Aber gut, jedem das seine. Das mag ja. Ja, das mag ja jeder halten, wie er will. Gibt es hier oben irgendetwas? Das irritiert mich. Nur ein ganz kleines bisschen herunter. Hier kann man einfach nur herunterspringen. Aber ansonsten ist ja. Ah, cool. Da haben wir einen Helikopter gesehen. Ja, du wirst nicht wirklich auf mich ballern, oder? Ich hoffe nicht. Nein. So. Und jetzt kam jetzt hinter mir irgendeiner. Nee, das waren einfach nur die Leiter, die man dort sehen konnte. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Sammeln irgendwelche Sachen ein, die wir wieder nicht tragen können. Es ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise tragisch. Ich weiß echt nicht, was. Grünes Kraut. Mann, ich habe echt zu viel Kram. Das ist scheiße. Echt extrem scheiße. So, was haben wir hier? Prüfen. Aha, das kann man einfach so aufmachen. Interessant. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Egal. Und was ist eigentlich hiermit? Kann man nicht, sollte nicht, aber irgendwie. Eigentlich sollte das doch auch noch auf sein. Ich glaube, ich bin die Gegner einfach umgangen. Deswegen. Na gut, egal. Döp. Wir müssen uns ja auch nicht unnötig lange hier aufhalten. Ach du Himmel. Wo ist er? Ach, der ist links. Moment. Ist er links? Nee, doch. Wir gehen hoch. Au. Nicht gut. Döp. Ja, ich bin jetzt ein bisschen zu vorsichtig, aber das ist mir an der Stelle mal total egal. Döp. Achso, der hatte schon den Kopf verloren. Er war schon richtig kopflos unterwegs. So. Genau, dann können wir jetzt nämlich mal hier mal rüber gehen. Wow. Ich bin mehr so ein Freund von offener Konfrontation. Dab. Oh, hat schon wieder seine Mütze verloren. Oh, es ist so tragisch. Oh, bist du ein armer Kleiner. Oh ja. Oh, Minigun erstmal wieder aufladen. Oh Gott, es ist ja
so doof, mit so einer schweren Waffe herumzulaufen. 15.000 Pesetas, das ist gut. Handgranate ist noch besser. Ich sollte mal wieder mehr Granaten einsetzen. Ja, 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 ich glaube. Ich glaube, da war was. So, Schalter betätigt. Ah, cool, interessant. Ich dachte, auf der anderen Seite... Nee, auf der anderen Seite ist gar kein Schalter. Gut. Ja, das läuft ja. Also bis hierhin, das ist ja geradezu nett. So, Pesetas, dort unten sind noch zwei Leute. Einer oder vielleicht auch mehr, noch mehr, keine Ahnung. Ach Gott, wir gehen einfach mal runter. Aha, oh, 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 hier ist was gewachsen. Ich hatte es so halb gehört, aber irgendwie... Ne, Moment, ein grünes Kraut verwenden, TMP-Munition. Achso, jetzt bist du. Oh, schön. Rotes Kraut, das können wir wieder kombinieren mit irgendwas. Ja, ich kann es kombinieren. So, und der hinter mir hatte noch was Geld verloren. Genau, mein Gott, es ist schön. Ich freue mich wirklich, dieses Spiel zu spielen, weil ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wir haben momentan einen wunderschönen gepflegten Samstag. Mein Internet ist momentan saulahm wie, ich weiß nicht was, was ich mir auch nicht richtig erklären kann. Aber ich hatte jetzt auch nicht so wirklich Lust dazu, mich irgendwie auch nur andeutungsweise darum zu kümmern, weil... Ich gehe mal davon aus, dass ich das irgendwie mit einem Modem-Reset wieder hinbekomme. Au, ja, das war... Oh, boah, Leon, das war, ey. Das war so schlau. Ja, mit einem Modem-Reset müsste ich das mit dem Internet eigentlich wieder hinbekommen. Und dann kann ich auch wieder fleißig... Wow, da unten kam jemand. Kann ich auch wieder fleißig tatsächlich Videos hochladen. Na, wo ist er? Na, wo sind sie? Ach, da kommen mehrere. Ja, kann ich auch wieder fleißig Videos hochladen. Wobei, heute war ich tatsächlich schon sehr fleißig, wie ich persönlich finde, weil ich habe schon zwei Videos hochgeladen, die ich allerdings noch nicht freigegeben habe. Das soll man... Ja, das soll auch ab und zu tatsächlich mal vorkommen. Ach, ich weiß nicht, aber... Ja, mein Gott, was soll's. Dann sind wir die Dinger mal los. Brand, Granate, döp, döp, döp. Wie stehen die tatsächlich in dem Winkel so günstig, dass die hier reinschießen können? Das finde ich ja irgendwie fatal. Moment, da müssen wir uns doch irgendwie mal drum kümmern. Das eine... Ah, nee, Moment. Das ist... Ah, genau, das war Mike. Ich hatte mich schon gewundert, was da... Aber, okay. Cool, 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 cool. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich glaube, das ist nicht gut, dass ich hier stehe. Ich glaube, ab und zu sagt Mike dann auch mal solche Sachen wie Take cover, take cover, wenn ich mich eigentlich in Sicherheit bringen soll, weil dann macht er die Typen hier Platz. Aha. Interessant. Es wird immer interessanter. So, Moment. Halt. Nein. Nein. Genau. Ich wollte gerade sagen, böse, ganz böse. Böse, böse. Wenn die irgendwie an irgendwelche Geschütze reingehen oder so, das ist nicht schön. So, noch mehr TMP-Munition. Ist hier drin noch irgendetwas? Nein. Mike möchte wahrscheinlich irgendwie vorzugsweise gerne da jetzt draufballern, aber irgendwie macht das auch nicht, weil ich da noch stand. Das war sehr schön von ihm. So, und jetzt gehen wir hier runter. Und ich weiß nicht, ob das gut war, dass ich runtergegangen bin. Ach so. Ah, die waren alle hier schon unterwegs. Interessant. 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 Und noch interessanter. Und ich finde schön, dass er wirklich die ganze Zeit da so mithilft. Also, und er ballert auch relativ zielgerichtet und so. Er ist schon extrem praktisch. Und ich glaube fast, an der Stelle... Naja, fast. Ich wollte gerade sagen, war es das schon? Nein. Da. Aber es war fast. Wir haben es beinahe geschafft. Da vorne steht einer. Der ist jetzt letztendlich nicht zum Geschütz gelaufen. Ich weiß nicht genau warum. Weil er irgendwie keine Lust mehr hatte. Weil er lieber seine Dynamitstange da bewundert hat, die er in der Hand hielt. Das ist... Naja. Manche Leute sind so, manche Leute sind so, der da ist tot, das soll von Zeit zu Zeit vorkommen. Igitt, ich habe jetzt vergessen, auf der einen Seite den Schalter zu betätigen. Nein, ich muss hochlaufen. Dop, 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 dop. Mike, kümmere dich mal. Genau, Mike, kümmere dich. Mike kümmert sich so wundervoll, formidabel. Das finde ich geradezu faszinierend. So, aufklettern, Leon. Schalter betätigen. Ja, 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 ja. Das macht die ganze Angelegenheit hier so ein ganz kleines bisschen nervig. Vielleicht nur ein ganz kleines bisschen, mein Gott. So, ich meine, wir haben sie auch gleich schon. Schalter umgelegt, zack, wir können dort dann rein. Und ich weiß gar nicht genau, was kommen jetzt noch für Räume? Also ich habe noch, wow, ich habe eine ungefähre Vorstellung davon tatsächlich, was noch kommen wird. Aber ich weiß jetzt nicht, kommt jetzt dann direkt auch wieder eine Zwischensequenz? Wie, was, wo, geh aus dem Weg. Was willst du denn? Ja... Er will noch auf irgendwas draufballern. Ich weiß nicht genau. Aha.
Er wollte dort oben noch was kaputt machen. Warum auch immer. Gut. Ja, ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, was dort oben noch war, aber weil das Geschütz hier also nicht ausgeschaltet, kann man das Geschütz bedienen? Nein, kann man nicht. Das ist total blöd. Ich meine, im Endeffekt, das hätten die jetzt auch nochmal einbauen können, oder? Das wäre nochmal so richtig schön gewesen. Jede Menge Gunner, oder so, auf die man hätte ballern können. Oh, das wäre ja auf eine gewisse Art und Weise nett, aber na gut, dann halt nicht.